Julian Guckeis liebt die Arbeit mit Menschen. Der 22-Jährige hat seine dreijährige Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, kurz HEP, bereits abgeschlossen und arbeitet nun bei den Barmherzigen Brüdern in Straubing. Früh hat Julian gemerkt, dass er beruflich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die seine Hilfe benötigen. Eine der Seiten, die die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger für ihn so attraktiv macht. Es ist einfach ein unglaublich vielseitiger Beruf. Ich bin Finanzberater, ich koche in dem Beruf, ich mache Urlaub mit den Leuten in dem Beruf, ich fahre mit einer irgendwo hin. Man macht ganz viele verschiedene Sachen in dem Beruf und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was hier zu machen. Das ist eine der größten Stärken in dem Beruf. Diese Vielfalt schätzt auch Nicole Engel. Die 20-jährige Straubingerin hat sich wie Julian für die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin entschieden. Ich habe Abi gemacht und wollte nicht studieren. Und dann habe ich mir halt erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe überlegt, ob ich Krankenschwester machen soll, aber die sind mir, wenn ich ehrlich bin, zwingend im Kontakt mit den Leuten. Und da ist halt einfach doch, du bist der Zeit auf der Gruppe und kannst Beziehungen zu den Leuten aufbauen und solche Sachen. Also das ist mir schon wichtig gewesen, dass ich Kontakt zu den Leuten habe und nicht bloß die ein paar Doktor habe und dann wieder fort sind. Für die 20-Jährige war diese Ausbildung mehr als die richtige Wahl. Es ist nie das Gleiche. Das ist einfach, ich weiß nicht, im Büro sitzt du und machst halt eigentlich immer die gleichen Sachen. Und bei uns, es kommt halt drauf an, wie die Leute drauf sind, wie deine Kollegen drauf sind, mit wem du im Dienst bist. Es ist immer anders. Die Ausbildung dauert in Vollzeit 2 bis 3 Jahre. Dabei betreut, unterstützt und fördert man Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen. HEPs helfen ihnen, ein möglichst normales und eigenständiges Leben zu führen. Die Lehrlinge arbeiten dabei abwechselnd in Unternehmen sowie Fachschulen, wie beispielsweise die Johannes-Grande-Schule in Straubing. Der Beruf erfordert Fachkompetenz, wie der andere Beruf auch. Es geht vor allem um Methoden, mit behinderten Menschen zu arbeiten. Sozialkompetenz ist eine ganz wichtige Kompetenz, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und persönliche oder personale Kompetenz, also Fähigkeiten, die in der persönlichen Entwicklung liegen. Das ist eigentlich das wichtigste Handwerkszeug, die eigene Person mit anderen in Beziehung zu treten. Heilerziehungspfleger sind gefragte Leute. Arbeit finden die ausgelernten Azubis danach in den verschiedensten Bereichen. Diese schulische Aus- und Weiterbildung eröffnet den Absolventen gute Beschäftigungsmöglichkeiten in sozialen Einrichtungen wie Tagesstätten, Wohn- und Pflegeheimen für Menschen mit Behinderung, in ambulanten sozialen Diensten, in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, an Förderschulen, aber auch in Kindergärten. Doch auch für Weiterbildungsmaßnahmen ist es nach der Ausbildung nie zu spät. Den Azubis stehen alle Türen offen. Ich kann sagen, ich möchte soziale Arbeit studieren, weil bei der Ausbildung ist, wenn man will, auch ein Fachabitur zum Beispiel dabei. Dann sage ich, studiere soziale Arbeit und werde darin Wohnheimleitung oder sowas in die Richtung, was hier schon öfters vorkommt, was die beim Herzigen zum Beispiel in dem Fall auch hier unterstützen als Träger. Oder ich sage eben, ich mache in dem Beruf weiter, werde Gruppenleitung. Das sind eben so Aussichtsmöglichkeiten. Mitbringen sollte man für die Ausbildung ein Gespür im Umgang mit Menschen sowie viel Geduld und Sorgfältigkeit. Die Freude und der Spaß an der Arbeit kommen dann von ganz allein.